Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und heute mit etwas belegter Stimme. Ich bitte das zu verzeihen, am Dienstag, dem 18. August 2020. Machen Sie sich aber keine Sorgen, ich bin nicht an Covid-19 erkrankt. Ich habe eine ganz ordinäre Erkältung, eine Sommererkältung aufgrund der, nicht Aircondition, aber der Ventilatoren. Und jetzt, wie ich gelesen habe, wird mein Immunsystem gestärkt, denn auch an einer Erkältung sind Coronaviren beteiligt und die Hoffnung geht ja dahin, dass die sogenannten T-Zellen meinen Körper jetzt dahingehend stählen, dass ich auch gegen das Virus etwas widerstandsfähiger bin. Keine Angst, obwohl sich Covid-19 angeblich, wie es neuerdings heißt, über Aerosole übertragen lassen soll, ist keine Gefahr zu befürchten. Über die Kameralinse dieser Installation kann keine Ansteckung erfolgen. Sie gehen also kein Risiko ein, wenn Sie dieser Sendung bis zum Schluss folgen. Ja, wir haben verschiedene interessante Themen heute. Begrenzungsinitiative, da gehen die Podien los. Fürchterliche Geschichte im Kanton Zürich, Tod zweier Teenager am Zolliker Berg. Entlassungswelle in der Schweiz geht weiter. Tracing-App und neueste, Entschuldigung, Corona-Wirrungen. Dann Pascal Struppler, der Chefdirigent, der Direktor des Bundesamts für Gesundheit, lange unsichtbar geblieben, dann mit einigen peinlichen Episoden in die Öffentlichkeit getreten. Er tritt zurück. Und Christian Drosten, der Über- und Oberepidemiologe Deutschlands, fordert einen Strategiewechsel. Es gibt so viele Strategien im Moment gegenüber Corona, man weiß eigentlich gar nicht mehr, wo einem der Kopf da stehen sollte. Ja, Begrenzungsinitiative. Am 27. September wird darüber abgestimmt. Interessant ist, dass in den Umfragen die Initiative zulegt. Als man vor ein paar Monaten geforscht hat, waren da noch ganz wenige dafür. Jetzt sind wir schon bei 41%. Das ist eigentlich ein dramatischer Zuwachs. Interessant. Ich bin skeptisch, wie wir bei solchen Anliegen, wo die ganze Schweiz geschlossen gegen ein Volksbegehren antritt, also nicht die ganze Schweiz, das gallische Dorf, das bekannte mit den drei Buchstaben SVP, leistet Widerstand, allerdings ohne Zaubertrank. Man wird sehen, was dann da am Schluss herauskommt. Gestern habe ich an einer Diskussionsveranstaltung teilgenommen in Willisau, voller Saal, weiß nicht, gut, sicher weit über 100 Leute, mit den Kollegen Grüter von der SVP, Molina und Sutter von der SP, moderiert von Kari Kählin, der Luzerner Zeitung bzw. dem Zeitungsverbund, der da in der Innerschweiz die Agenda setzt. Ja, was war interessant, wenn man das zusammenfasst, also die SVP, also ich, die Kollegen, haben eigentlich ein ganz einfaches Argument gesetzt. Innerhalb von 13 Jahren sind 1 Million Menschen zusätzlich in die Schweiz gekommen. Bevölkerungswachstum 1 Million in 13 Jahren, davon ja, etwa 800.000 durch die Personenfreizügigkeit. Das ist einfach zu viel. Zu viel ist zu viel. Und wenn man ein kleines Land wie die Schweiz derartigen Migrationsströmen aussetzt, dann macht man es kaputt. Sie können ein kleines Land nicht einfach mit Menschen abfüllen. Das leuchtet ein. Sie können auch eine Wohnung nicht einfach mit Leuten vollstopfen. Gibt zwar einen wunderbaren Film, Marx Brothers, One Night at the Opera, mit der berühmten Szene von Groucho Marx, wo sie auf dem Schiff sind, ein ganz kleines Räumchen. Und es kommen immer mehr Leute, und der sagt, kommt rein, wir haben noch genügend Platz. Und innen sind sie schon geschichtet. Das ist so etwas, das Szenario Schweiz. Jetzt die Gegenseite kontert dieses Szenario der langsamen Abfüllung der Schweiz mit Menschen mit einem anderen apokalyptischen Ausblick und sie sagen, wenn man diese Initiative annimmt, dann geht die Schweiz zugrunde wirtschaftlich, wir können nicht mehr exportieren, wir können keine Ausländer mehr anstellen, wir haben keine Arbeitskräfte mehr und heute lese ich im Tagesanzeiger in einer Kolumne von Laura Döweg, der Tochter meines früheren geschätzten Chefs Roger Döweg. Sie hat hier eine herzerweichende Geschichte aufgeschrieben, einen Dialog zwischen Julia und Reto, das sind natürlich fiktive Personen. Und dort macht der Reto der Julia einen Heiratsantrag, und zwar einen überstürzten, beim Zähneputzen. Und dann fragt Julia, wieso kommst du so überstürzt? Dann sagt der Reto, ja, weil eben über die Begrenzungsinitiative abgestimmt wird. Und wenn die angenommen wird, dann musst du, Pflegeberuf arbeitet in der Schweiz, dann musst du sofort das Land verlassen. Also das sind so die Horrorszenarien. Wenn die Begrenzungsinitiative angenommen wird, werden Liebespaare getrennt
und alle hier arbeitenden Ausländerinnen und Ausländer müssen sofort das Land verlassen werden, womöglich wie das Frankreich getan hat mit den Romas, mit Zügen ins Ausland verfrachtet. Das ist so der Film, der dann da unterschwellig abläuft. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Stimmt überhaupt nicht, dass ich kann die fiktiven Charaktere Reto und Giulia beruhigen. Auch bei der Annahme der Begrenzungsinitiative kann Giulia selbstverständlich weiterhin, weil sie eine Arbeitsbewilligung und eine Niederlassungsbewilligung hat, kann sie selbstverständlich weiterhin auch in ihrem Pflegeberuf arbeiten. Aber Laura Döweck, die selber ja am Zürichberg aufgewachsen ist, in privilegierter Stellung mit einem goldenen Löffel im Mund, sie ist natürlich jetzt nicht in die Niederungen der Recherche hinabgestiegen. Se non è vero, e ben trovato. Also, Sie sehen, für mich ist die ganze Dramatisierung dieser Begrenzungsinitiative, das spielt für mich etwas da ins Reich der Fiktionen und der Literatur hinein. Da werden Szenarien ausgebreitet, was kommen könnte, welche Katastrophen auf die Schweiz zukommen könnten, wenn man das annimmt. Das ist quasi die Strategie der Gegner. Und die Strategie der Befürworter, zu denen ich gehöre, ist einfach die, dass wir sagen, das geht nicht. Sie können diese Art von Zuwanderung, die wir haben und die wir gehabt haben in den letzten Jahren, die können Sie einfach nicht so laufen lassen. Man spürt das ja an allen Ecken und Enden mit den Staus. Wir haben ja viel mehr Stau in der Schweiz. Das geht in die Milliarden, bis etwa 3 Milliarden volkswirtschaftliche Kosten. Wir haben ganz massiv übernutzte Infrastrukturen, auch im Bereich der Züge. Wir haben steigende Mieten, Zersiedelung, Verbetonierung. All diese Dinge, ist klar, oder? Das Singapur-Syndrom, wenn Sie ein kleines Land vollpfropfen mit Leuten, müssen Sie irgendwann die Wolkenkratzer hochziehen. Gut, da können Sie auch eine Fototapete irgendwo in Ihren Betonblock hineinhängen, irgendeiner an der Rütli-Wiese oder einem schönen Schweizer Wald. Das hat auch eine gewisse stimulierende Wirkung, aber ich weiß nicht, ob das allein seligmachend ist. Und wir haben natürlich das ganze Problem, selbstverständlich, dass eben diese Zuwanderung sehr stark unsere Sozialwerke belastet. Das sind jetzt nicht fiktive Szenarien. Das ist jetzt nicht einfach irgendwo Kaffeesatz lesen in der Zukunft. Sie können das überprüfen. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Schweiz einen sehr hohen Anteil von ausländischen, gerade EU-ausländischen Arbeitslosen und Erwerbslosen haben, die selbstverständlich in der Schweiz bleiben, weil unsere Sozialleistungen besser ausgestaltet sind als die in ihren Herkunftsländern. Da ist auch niemandem ein Vorwurf zu machen. Ist ja klar, der Mensch ist Jäger und Sammler, er nimmt alles mit, was man ihm hinstellt. Die Frage ist eher, was ist von dem zu halten, der alles da so hinstellt. Und dieses Geld, das ja dann am Schluss alle irgendwie berappen müssen, da einfach quasi zur freien Verfügung ausbreitet und zugänglich macht. Das ist hier die Thematik. Also wir haben negative Entwicklung. Klar, jetzt kann man sich auf den Standpunkt stellen, das ist noch nicht so schlimm. Ich meine, gut, 1 Million plus Bevölkerung in 13 Jahren hat ja noch Platz hier am Zürichsee. Auch da sind ja nicht alle Wälder gerodet und es gibt noch viele freie Flächen in der Schweiz. Selbstverständlich kann man diese Argumentation haben, aber ich glaube doch, dass das Unbehagen an dieser Zuwanderung eben massiv um sich gegriffen hat. Es ist ja quasi ein Fass ohne Boden, nicht wahr? Es kommen immer mehr. Wenn diese Million der Endpunkt ist, ja, wie viel will man dann noch reinbringen? Bis am Schluss 10 Millionen, 15 Millionen, 20 Millionen Menschen in der Schweiz leben. Das ist sozusagen die Befürchtung, die ich auch habe als Befürworter der Initiative. Und dann kommt noch hinzu, dass kein Land auf der Welt, das unabhängig ist oder sich unabhängig nennt, die Zuwanderung ans Ausland delegiert. Und das ist natürlich hier in der Schweiz der Fall. Wir haben den Wohnungsschlüssel, den Hausschlüssel, wenn man so will, an die EU abgegeben, denn die Personenfreizügigkeit bedeutet, dass 500 Millionen EU-Bürger einen Rechtsanspruch haben, in die Schweiz zu kommen. Jetzt kann man das gut finden, kann sagen, okay, wir geben denen allen einen Rechtsanspruch. Da muss man sich aber nicht wundern, wenn diese Leute dann auch tatsächlich in die Schweiz kommen, solange die Schweiz natürlich noch auf dem heutigen Niveau ist, eines gewissen Wohlstandsvorsprungs. Selbstverständlich, je mehr Leute kommen, wird natürlich dieser Vorsprung zurückgehen, wird sich das verwässern. Das ist übrigens auch etwas, was wir beobachten. Man erklärt uns, diese Zuwanderung habe uns reicher gemacht. Da muss man kein Ökonom sein, um dieses Argument als phony, als falsch zu durchschauen. Wann macht eine Zuwanderung ein Land reicher? Ganz einfach, wenn sie Leute holen, die die Produktivität erhöhen. Wenn sie also Fachkräfte, aber wirklich Fachkräfte des obersten Niveaus hineinbringen, Leute, die einfach mehr durch ihre Intelligenz, durch ihre Schaffenskraft, ihre Tüchtigkeit, die mehr hineinbringen, dann haben sie natürlich eine Zuwanderung, die quasi Reichtum produziert, die in dem Sinn Wohlstand schafft, Wohlstand produziert.
Aber das ist nachweislich nicht der Fall, wenn wir die Schweizer Zuwanderungsthematik, wenn wir die Schweizer Zuwanderungsthematik der letzten Jahre beobachten. Wir haben Studien aus dem Kanton Zürich, die zeigen, dass maximal 20% der Leute Fachkräfte besser qualifizierter Natur sind. Das heißt also, 80% sind das nicht. Und wenn Sie einfach immer mehr Leute von tieferer Produktivität ins Land haben, dann haben Sie auch ein Wachstum, ein quantitatives Wachstum. Aber der Kuchen, der quantitativ wächst und eben nicht produktiv sozusagen mit Mehrwert wächst, den müssen Sie ja dann auch unter mehr Menschen verteilen, weil mehr da sind, also pro Kopf geht dann eben der Wohlstand zurück. Und diese Rechnung leuchtet eigentlich jedem ein. Und man sieht ja auch, dass hier nicht nur Ingenieure, Raketenforscher und brillante Unternehmer wie Herr Braun-Boveri oder Herr Ringier und wie sie alle geheißen haben in der Vergangenheit oder Herr Hayek eingewandert sind, sondern wir haben halt sehr viele Leute auch aus dem schlechter qualifizierten Bereich. Und diese Entwicklung ist unerfreulich. Und diese Entwicklung möchte ja diese Begrenzungsinitiative stoppen, indem sie eben den Schweizern die Möglichkeit zurückgibt, das wieder begrenzen zu können, selber begrenzen zu können. Den Hausschlüssel, den man an die EU abgegeben hat, den Rechtsanspruch auf Zuwanderung, den man an die EU abgegeben hat, diesen Hausschlüssel zurückzunehmen. Und das sind ja eigentlich alles grundvernünftige, auch in der persönlichen Lebenserfahrung verwurzelte Argumente und Selbstverständlichkeiten. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich bezeichnend, dass die Gegner dieser Initiative mit akrobatischen Untergangsszenarien jonglieren müssen, um die Leute in einen derartigen Schockzustand dämonischer Gebanntheit zu versetzen, dass sie vielleicht am Ende tatsächlich das Gefühl haben, wenn wir die Zuwanderung selber bestimmen, geht die Schweiz unter. Ist aus meiner Sicht ein total abwegiges Argument, denn die Schweiz hat über den Großteil ihrer Geschichte auch die Zuwanderung selber bestimmt. Nicht nur die Zuwanderung, aber vor allem auch die Zuwanderung. Und ich glaube nicht, dass die Schweiz ein Beispiel dafür ist, dass diese Selbstkontrolle, diese Selbstbestimmung irgendwie zu einer Art wirtschaftlichem Tschernobyl geführt hätte. Ich glaube eher das Gegenteil ist der Fall. Also diese Argumente sind gestern aufeinander geprallt. Und ich bin jetzt also sehr gespannt, wie das am 27. September herauskommt. Was spricht für die Gegner an diesem Punkt? Für die Gegner spricht natürlich, dass viele Leute jetzt, wo die Jobs unsicher werden, wo die Entlassungswellen drohen, dass die Leute denken, jetzt sagen diese Wirtschaftsverbände, wenn wir diese Begrenzungsinitiative annehmen, dann haben wir Probleme mit der EU. Und das ist dann natürlich wiederum ein Alibi-Argument für die Unternehmerinnen und Unternehmer, Arbeitskräfte abzubauen. Sie können sagen, seht ihr, jetzt habt ihr die Begrenzungsinitiative angenommen, jetzt haben wir ein Problem in der EU, jetzt müssen wir euch rausschmeißen. Und vor dieser Konfrontation haben vielleicht die Leute Angst, weil auch die Gewerkschaften sie nicht schützen. Die Gewerkschaften spannen nämlich in diesem Fall mit den Unternehmen zusammen. Und deshalb ist dieses Angstszenario durchaus, kann es durchgreifen. Was könnte dieses Angstszenario etwas relativieren aus Sicht des Befürworter? Vielleicht, wenn die Massenarbeitslosigkeit in der EU so groß ist, dass ein Zuwanderungsdruck auf die Schweiz entsteht. Weil diese Massenarbeitslosigkeit wird kommen in der EU, da werden Millionen arbeitslos und die werden natürlich versuchen, auch in der Schweiz einen Job zu finden. Das erhöht den Druck, aber vielleicht kommt dieser Druck etwas später. Ein drittes Argument, ein dritter Punkt, der noch erwähnenswert ist, der auch eher für die für die Gegner der Begrenzungsinitiative spricht. Es gibt mittlerweile natürlich sehr viele Profiteure der Personenfreizügigkeit. Die Unternehmer profitieren, weil sie können aus einem Reservoir von sehr vielen günstigen Arbeitskräften auswählen. Die Gewerkschaften profitieren, die Linken, die natürlich in dem Sinn über diese sogenannten flankierenden Maßnahmen und diese Arbeitsmarktkontrollen und die entsprechenden Abgaben sehr viel Geld kassieren. Übrigens auch die Arbeitgeber, aber auch die Arbeitnehmervertreter, die bekommen sehr viel Geld über diese tripartiten Kommissionen, Gesamtarbeitsverträge, Abgaben etc. Das ist eine Geldmaschine und auch eine politische Macht- und Einflussmaschine, von der die Gewerkschaften sehr stark profitieren und die Unternehmer eben von den billigen Arbeitskräften. Und das Dritte, wir haben natürlich in der Schweiz mittlerweile sehr viele Leute, die Immobilien besitzen. Und das sind die sogenannten Rent-Seekers, also die Rentiers, die Leute, die von den Erträgen ihres Eigentums leben. Und die profitieren natürlich auch von der Personenfreizügigkeit, indem eben das quantitative Wachstum den Druck auf die Mieten, auf die Immobilienpreise erhöht. Und so haben wir hier eben auch ganz konkrete materielle Interessen, diese Personenfreizügigkeit in diesem maßlosen Ausgangspunkt
Ausmaße, in dieser Maßlosigkeit aufrecht zu erhalten. Dagegen halten die Befürworter der Initiative, sie sagen, Maßlosigkeit schadet. Die Schweiz ist das Land des Maßhaltens, des Kompromisses, der gesunden Mitte, und diese Begrenzungsinitiative möchte eigentlich im Bereich, im sensiblen Bereich der Zuwanderung, das Maßhalten wieder zum Maß der Dinge machen. Und dies eben im Sinne unserer bewährten direkten Demokratie, dass wir selber bestimmen, was das richtige Maß ist der Zuwanderung und nicht die Europäische Union, wie das heute durch diese Personenfreizügigkeit eben aus meiner Sicht leider der Fall ist. Also das etwa eine kleine Ausgangsbeurteilung, eine Standortbestimmung. Ich bin sehr gespannt, wie das dann da herauskommt. So, ich wechsle zum nächsten Thema. Ganz eine fürchterliche Geschichte, Tod zweier Teenager. Mädchen und Knabe in Zolligberger Wohnung, der Sohn, und zwar sind das die so das, in der Wohnung, zwei, fangen wir nochmal an, Tod zweier Teenager, 15, Mädchen und Knabe in Zolligberger Wohnung des Rappers ZH Beats, der 35 ist, eigentlich Samir Cebenyani, vom Kollektiv Gesetzlos. Junge ist Sohn der Frau des Rappers, einer der Rapper dieses Kollektivs Besko. Kürzlich straffällig verschanzte sich nach einem Postüberfall in Dübendorf in einem Studio der Gruppe. Offenbar ist Gewaltdelikt auszuschließen. Man geht von Drogenexzess an der Goldküste aus. Die Eltern befanden sich nicht in der Wohnung. Samir Cebenyani, der Rapper, ein ganz fürchterliches Schicksal, so als Kind wie einem Klassenkameraden wieder umgebracht wurde mit einem Messer. Dealte selber mit Kokain und trug dabei eine Waffe. Obwohl seine Raps immer noch gewaltinspiriert sind, rät er aber jedem Jugendlichen von kriminellen Tätigkeiten ab. Das sind so die Nachrichten, die wir haben. Eine fürchterliche Geschichte auch von Verwahrlosung. Und ich bin selber Vater von 4 kleinen Kindern, die langsam jetzt in das Alter kommen, wo eben auch solche Drogenangebote, auch diese Rap-Kultur mit ihrer Gewaltverherrlichung immer aktiver und attraktiver wird. Das ist eine Herausforderung für Eltern hier, die richtige Dosierung der Erziehung zu finden. Ich bin ein Gegner eigentlich der ganz knallharten Verbotslinie. Ich glaube, es ist sehr wichtig, mit den Kindern zu sprechen, sie nach bestem Wissen und Gewissen aufzuklären. Aber, das ist auch ein wichtiger Erziehungsgrundsatz, das sind eigenständige Menschen. Sie sind zwar noch nicht unabhängig im Sinne und voll mündig und sind in dem Sinne auch noch unter der elterlichen Verantwortung, ganz klar. Aber ich habe einfach immer die gut besseren Erfahrungen gemacht, wenn man doch auch irgendwo die Grenzen der eigenen elterlichen Macht anerkennt, um hier nicht in eine Art Mikromanagement im Erziehungsbereich zu verfallen. Aber das ist, wie gesagt, es gibt ja nichts Fälscheres, als anderen Menschen zu sagen, wie sie ihre Kinder erziehen sollen. Das muss natürlich jeder selber herausfinden in der eigenen Familie. Entlassungswelle geht weiter. Manor streicht fast 500 Jobs, 5% am Basler Hauptsitz, wie in etlichen Warenhäusern. Es wird ein ganz schwieriges Jahr, sagt das Management vor dem Hauptsitz. Ich muss ganz kurz meine Nase hier putzen. Entschuldigen Sie bitte, das ist unangenehm. So, entschuldigen Sie bitte. Entlassungswelle bei Manor. Vor allem im Non-Food-Bereich, Kündigungen erfolgen umgehend, Sozialplan tritt in Kraft. Die Gruppe kämpft immer noch mit fehlendem Geschäft. Der Corona-Zwangspause und habe Online-Trend zu spät erkannt. 2019 war Manor noch profitabel, offenbar Verlust von 180 Millionen Umsatz in diesem Jahr. Schließungen von Läden seien nicht geplant. Also das ist ein ganz unheilvolles Thema, diese zweite Welle von Corona ist die Welle der Arbeitslosigkeit und die wird auf uns zukommen, auch vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren. Begrenzung der Zuwanderung, um den hiesigen Arbeitsmarkt zu schützen, um zuerst für die Leute zu schauen, die hier sind, das scheint mir einfach ein logisches Gebot der Stunde zu sein. Rückkehrer halten die Kantone auf Trab. Contact Tracer haben alle Hände voll zu tun. Wer aus Risikoland heimkehrt, muss seit 6. Juli 10 Tage in Quarantäne, 16.000 sitzen landesweit zu Hause, in Basel-Stadt jede dritte Ansteckung durch Auslandreise, in Bern jede fünfte, in Zürich jede siebte, Kosovo- und Kroatien-Reisende deutlich gefährdet, Ansteckungen am häufigsten in Familien und am Arbeitsplatz. Das Problem: die Kantone arbeiten mit verschiedenen Contact-Tracing-Systemen. Das Ganze ist nicht immer kompatibel, dabei ist der Zeitfaktor wichtig. Ziel ist es, möglichst viele Infektionsketten zu unterbrechen. Wenn Sie Ich finde einfach interessant, wie man hier immer wieder die Ziele
der Gesundheitspolitik des Bundes verschiebt. Am Anfang hat man gesagt, das Ziel ist es, die Überlastung der Gesundheitssysteme, der Spitäler zu verhindern. Deshalb hat man gesagt, wir müssen die Ansteckungsketten verlangsamen. Jetzt haben wir keine Überlastung, es stecken sich vor allem junge Menschen an, die nicht zu den Risikogruppen gehören, aber irgendwie versucht man jetzt trotzdem wieder in diesem alten Ansteckungsverhinderungsmodell zu operieren. Das scheint mir widersprüchlich zu sein, das scheint mir nicht aufzugehen. Wir sind jetzt in so einer fast etwas latent panischen Zustand, jeder einzelnen Ansteckung hinterher zu rennen und sind uns möglicherweise gar nicht mehr bewusst, was eigentlich das übergeordnete Ziel dieser Corona-Politik ist. Denn früher war es klar, es hieß und ging darum, die Überlastung der Spitäler zu verhindern. Das haben wir erreicht, das hat man sehr gut gemacht, das muss man dem Bund auch in dem Sinn bescheinigen. Ob es dazu den Lockdown gebraucht hat, darüber kann man diskutieren. Im Zweifel für den Entscheidenden im Moment, wo man unter unvollständigen Nachrichten und Wissensstand einfach etwas entscheiden muss. Aber jetzt wissen wir ja mehr. Und da ist ein Vakuum im Gange. Es ist im Moment nicht klar, was wirklich die Strategie des Bundes ist. Die Leute legen hier die Zielsetzung nicht klar auf den Tisch. Um was geht es? Wollen wir Ansteckungen verhindern? Warum? Wir haben ja weniger Tote gehabt als in anderen Jahren mit der Grippe. Okay, jetzt würde man sagen, aufgrund des Lockdowns und der massiven Maßnahmen. Kann sein, ist noch nicht bewiesen. Aber was ist jetzt eigentlich genau das Ziel? Das ist das Unheimliche hier und das etwas Verwirrende an der ganzen Geschichte. Bleiben wir noch beim Bundesamt für Gesundheit. Pascal Struppler, der Direktor, der Verwalter, geht. Er hat die Corona-Bühne Daniel Koch überlassen, war selber kein guter Kommunikator, wollte neulich vom Bundesamt für Gesundheitsflops ablenken, indem er sagte, Schweiz sei kurz vor Abschluss eines Impfstoffabkommens mit Moderna, schwächte damit die Verhandlungsposition der Schweiz. Ist ein ehemaliger persönlicher Mitarbeiter Pascal Gouchmans, des früheren Freisinnigen Bundesrats, ein Mann des Wallisers, nicht Mediziner, sondern Jurist, der politisch mit der Links steht. Er hat sich gut politisch durchgemogelt in der Ära Berseck, wurde nicht entlassen, stand im Departementschef nicht die Show, war Verwalter, nicht Visionär. Versäumnisse bei der Digitalisierung, teilweise null Mediziner in der Bundesamt für Gesundheitsgeschäftsleitung. Es gibt da auch Literaturwissenschaftler, Historiker, aber sehr wenig Mediziner. Und die Nachfolgerin Anne Levi ist Politologin, also mal sehen, ob die Politologen das reißen können, da beim Bundesamt für Gesundheit. Die Schweiz ja im gleichen Spital krank, wenn man so will, wie die anderen Länder, im Sinne, dass eben die Pandemievorbereitung überhaupt nicht geklappt hat. Die Masken sind nur das augenfälligste Beispiel. Gestern hatte ich übrigens noch eine Diskussion mit einem Arzt, der mir gesagt hat, diese OP-Masken, da diese Stoffmasken, seien wirklich absolut wirkungslos gegenüber Coronaviren, denn die Viren sind so klein und auch die Aerosole oder die Stoffe, auf denen sie drauf sitzen, das ist wirklich wie wenn man mit einem Fußballnetz einen Ping-Pong-Ball fangen will. Und das ist also nicht irgendein Voodoo-Verschwörungstheoretiker, sondern ein hochdekorierter Chirurg und Arzt, der gesagt hat, das bringt einfach nichts. Diese aufwendigeren Masken, also diese FFP2 und 3 Masken, die seien dann schon wirkungsvoll. Also die würden schon einen Schutz garantieren, aber da haben sie dann wirklich den totalen Maulkorb an. Ich bin da etwas agnostisch, ich sage im Zweifelsfall, ist das vielleicht auch eine, wie soll ich sagen, ist diese Maske auch irgendwo eine Krücke, um wieder in die Maschine zum Laufen zu bringen. Christian Drosten in Deutschland, letztes Thema, vor der Strategiewechsel, der deutsche Experte will zweiten Lockdown im Herbst und Winter verhindern, indem man dem japanischen Beispiel folgt. Forscher des Robert-Koch-Instituts finden neue Trends der Ansteckungen in Deutschland sehr beunruhigend, also ähnlich wie in der Schweiz. Eine Verschärfung müsse unbedingt vermieden werden. Zahlen steigen überall. Deutschland täglich 1500 Neuinfektionen oder neue Tests. Das ist etwa 10-mal mehr. Deutschland 10-mal mehr Einwohner, also bei uns wären das 150. Im April waren es etwa 6000. Jeder dritte Ausbruch hat mit einer Auslandreise zu tun. Drosten findet, dass Superspreader und Cluster Pandemie antreiben, nur letztere von Belang für Verbreitung, japanischer Weg, konsequent auf Cluster, Partys feiern, Veranstaltungen konzentrieren, nicht jede Infektion verfolgen, das überfordert Gesundheitsämter. Also hier der Versuch, hier die Schwerpunktbildung bei den Clustern voranzutreiben. Aber auch hier die Frage, was ist die Zielsetzung, wenn sich jetzt natürlich vor allem junge Leute anstecken, die auch gar nicht Gefahr laufen, Symptome zu entwickeln oder schwere Symptome zu entwickeln und ganz wenige entwickeln schwere Symptome. Was ist dann eigentlich das ganze Ziel? Wollen wir jetzt die Ansteckungen so weit herauszögern, bis wir einen Impfstoff haben, quasi diese teilhalbseitige Lähmung der Gesellschaft aufrechterhalten? Ich weiß es
nicht. Ich blicke da nicht ganz durch, was hier die Strategie der Behörden ist. Wir werden sie darüber aber aufklären. Ja, was ist der Lichtblick des Tages? Mein persönlicher Lichtblick ist, wenn diese Erkältung überwunden ist, mein Lichtblick ist die nächste Ausgabe der Weltwoche. Wir sind gerade daran, sie zu gestalten, sie fertig zu gestalten, im Sinne unserer Losung unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aber eben nicht, indem man die gute Laune über alles rüberkleistert, sondern das ist so die existenzielle Zuversicht, mit der man auch in Abgründe hineinblickt und nicht verzweifelt an den Missständen, sondern sich denen mit offenem Visier stellt und die Fakten ins Zentrum rückt, hoffentlich, und die Welt so sieht, wie sie ist und nicht, wie man sie gerne hätte. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Entschuldigen Sie meinen leichten Bassbariton hier. Ich werde versuchen, möglichst schnell wieder voll gesund zu werden. Danke, alles Gute, schöne Zeit.